Az kösör. Az kösör. Das Geschirr. Na, Sie kommen ja morgen früh raus. Was? Ja. Weiter. Kannst du mir nicht sagen, warum ich glücklich bin, wenn ich dir in deine lieben Augen seh? Oder kannst du sagen, warum ich traurig bin, jedes Mal verleihen, wenn ich von dir geh? Du füllst mein Leben aus seit so viel schönen Tagen. Wie das gekommen ist, möcht ich dich gerne fragen. Kannst du mir's nicht sagen, so komm und frage mich, und ich will dir sagen, warum. Kannst du mir nicht sagen, warum ich traurig bin? Jedes Mal von neuem, wenn ich von dir geh. Du füllst mein Leben aus seit so viel schönen Tagen. Wie das gekommen ist, möcht ich dich gerne fragen. Kannst du mir's nicht sagen, so komm und frage mich, und ich will dir sagen, warum ich bitte meinen Kaffee. Hallo, Fräulein. Thank you.
neugierig. Hallo, Fräulein, was ist denn? Hallo. Also, wir machen es so. Ja. Gute Nacht. Gute Nacht.
Kindlein. So? Was ist los mit Ihnen? Warum schlafen Sie nicht? Ich komme ja morgen raus zu meiner Frau.
Thank you.
Marie? Marie, ich bin's. Was machen Sie denn da? Ach, Frau Müller. Verzeihung, ich... Jetzt ist er wieder da.
kannst du mir nicht sagen, warum ich glücklich bin, wenn ich in euch der lieben Augen seh. Oder kannst du sagen, warum ich traurig bin? Cognac. Cognac. Und im Nu launisches Glück.
Herein. Wie denken Sie sich das eigentlich? Sie verlieren mein gutes Geld und ich soll einfach entschuldigen. Aber bitte, ich will doch die 100 Mark abzahlen. Ich weiß doch wirklich nicht, wie das passieren konnte. Jemand muss mir das Geld. Ich weiß doch nicht. Aber mein Mann... Ihr Mann? Na natürlich. Machen Sie Ihren verdammten Silberfritzen wegen Ihrer schönen Augen und passen Sie besser auf mein Geld auf. Verstanden? Am 1. ziehe ich euch die 100 Mark ab. Und dann raus mit euch beiden. Was denn?
Robert soll auch... Nein, behalten wir nicht den Kerl, wo ich ihn sowieso nur überhaupt ihretwegen engagiert habe. Mein Gott, ich bitte Sie. So, auf einmal kannst du bitten, was? Aber wenn ich sonst mal was von dir gewollt habe, nee, nichts zu machen. Hand von der Butter, sowas habe ich gerne. Ich will ja alles. So, du willst ja alles, was willst du denn alles, echt? Komm morgen Nachmittag in meine Wohnung. Lassen Sie mich los. Denk ja nicht an. Lassen Sie mich los. Halt's Maul. Lassen Sie mich los. Robert! Was wollen Sie denn von mir? Nicht Robert. Robert, nicht. Nicht! Nach Ihnen gefragt. Na, wer soll denn hier nach Sie gefragt haben? Robert, was hast du getan? Du musst fliehen, Robert. Hörst du? Du musst fliehen. Fliehen. Fliehen musst du. Fliehen. Angeklagter Robert Sand, bekennen Sie sich schuldig? Ja. Zeugin Maria Sand! Im Namen des Volkes. Der Angeklagte Robert Sand wird wegen Totschlags unter Zubilligung von mildernden Umständen zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt. Thank you.
das Geschirr. Jahre ist lang, Marie. Die 5 Minuten sind um. Hör auf mich, Marie. Trotzdem. Ja. Gut. 5 Jahre ist lang, Marie. So lang. Marie, ich bin's. Thank you.
Hallo. Tag, Inge. Natürlich, besoffen. Ach, das riecht man doch schon 10-mal im Winter, der zu viel Cognac gekippt hat. Ach Mensch, na wenn schon. Ist ihm denn was passiert? Soviel ich sehen kann, nein. Dann wacht er ja auf. Na, Sie sind wohl noch mal mit dem Schrecken davongekommen. Was? Ach, dem ist ja gar nichts passiert. Na, dann gehen Sie mal nach Hause. Marie,